Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In unserer letzten Debatte zu diesem Gesetzentwurf habe ich eigentlich versucht aufzuführen, warum wir diesen Staatsvertrag, warum wir den ablehnen. Ich meine, eigentlich ist ganz klar, ein Staatsvertrag, der Abschiebungen erleichtern soll, lehnen wir ab, weil wir Abschiebungen generell ablehnen. So einfach ist es eigentlich. Und vonseiten des Hauses wurde mir ja vorgeworfen, ich hätte damit am Thema vorbeigeredet. Ich weiß, dass das heute auch wieder geschehen wird. Aber auch auf diese Gefahr hin gibt es doch so einige Punkte, die man ansprechen muss und nicht oft genug ansprechen kann. Wenn sich die Landesregierung schon jetzt eben, ja, wenn die Landesregierung eben sich Abschiebungen erleichtern will, wenn die Landesregierung vorhat, Abschiebungen zu erleichtern, dann muss sie sich natürlich auch mit dem Thema der Abschiebung an und für sich auseinandersetzen. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Ich weiß gar nicht, was Sie für ein Problem damit haben. Und da gehe ich auch noch drauf ein, keine Sorge. Dann wird aber immer auf geltendes Recht und Gesetz verwiesen. Aber, meine Damen und Herren, wenn Recht und Gesetz zu Unrecht werden und führen, dann gilt es eben, dieses Gesetz zu verändern. Ich denke, dafür sind wir alle ja auch hier unter anderem. Und das ist eben der Fall. Das ist eben der Fall, wenn es um Abschiebung geht. Und deshalb denke ich, sollten wir dieses Thema Abschiebung generell thematisieren. Doch, auch jetzt, jede Gelegenheit muss genutzt werden, um zu debattieren. Und wir sind da übrigens auch nicht alleine. Wir sind da übrigens auch nicht alleine und auch nicht damit, dass bei diesem Thema jetzt genau darüber diskutiert werden soll, nämlich die Flüchtlingsräte kritisieren ihre Politik der Abschiebung und auch diesen Staatsvertrag vehement. Und wenn Sie hier in der Debatte aber nur die Menschen, die die Maßnahmen durchführen sollen, wie es in der letzten Debatte eben der Fall war, nur im Blick haben und diejenigen, die von den Maßnahmen aber betroffen sind, komplett außer Acht lassen, ja, dann zeigt es doch einmal mehr, wie wichtig es ist, auch diese Perspektive in die Debatte einzubringen. Und nichts anderes haben wir getan, und nichts anderes tun wir auch heute, meine Damen und Herren. Der Herr Innenminister hat ja hier das letzte Mal aufgeführt, im Staatsvertrag gehe es lediglich um den Transport ausreisepflichtiger Personen über Landesgrenzen hinweg. Es geht aber nicht um Transportgüter, wenn Sie schon so dabei sind, zu sagen, so ist es. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen, und wir müssen uns darüber im Klaren sein, meine Damen und Herren, dass hinter den Abschiebungen keine abstrakten Fallnummern nur liegen, sondern Menschen mit einem Leben und mit einer Geschichte, meine Damen und Herren. So soll aktuell beispielsweise ein Ich will Ihnen das nur noch einmal vor Augen führen. Aktuell soll beispielsweise ein 22-jähriger Pflegehelfer aus Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, abgeschoben werden, der seit seinem 15. Lebensjahr in Deutschland lebt und gerne, sehr wohl hat das etwas damit zu tun, weil mit diesem Staatsvertrag soll erleichtert werden, dass diese Menschen abgeschoben werden, länderübergreifend begleitet werden sollen. Sehr wohl hat das etwas mit diesen Menschen zu tun. Um die geht es nämlich hier. Genau um diese Menschen geht es hier. Und deren Geschichte will ich Ihnen hier einmal aufzeigen, damit Sie sehen, was Sie mit Ihrem Staatsvertrag und was Sie mit Ihrer Politik eigentlich anrichten, meine Damen und Herren. So, da bin ich ja drauf eingegangen. Recht und Gesetz, ja, Gerichte haben das entschieden. Das ist aber genau das Gesetz, was hier in den Parlamenten verabschiedet wird. Dafür sind Sie da, um diese Gesetze zu verändern. Ja, die Gerichte entscheiden nach Gesetzen, wie es meine Kollegin gesagt hat. Und das sind Sie, die diese Gesetze hier einbringen. So, dieser 22-jährige junge Mensch, der eigentlich gerne eine Pflegeausbildung machen sollte, kann das aber nicht machen, will, kann das aber nicht tun. Der Arbeitgeber würde das sogar befürworten. Aber es geht nicht, weil er seine Identität nicht nachweisen kann, aus Gründen, die er selber nicht zu verantworten hat. Hören Sie auf, mit der Hand zu schütteln. Hören Sie lieber zu. Wie gesagt, es geht um Menschen.
Ich sage es Ihnen vielleicht noch einmal. So. Und das hat sehr wohl was, das habe ich Ihnen auch schon erzählt, warum das was zu tun hat mit Ihrem Staatsvertrag. Aber ich meine, wenn Sie sich jetzt nicht mehr konzentrieren können, dann kann ich auch nichts dafür. Dann sind Sie wenigstens ruhig. So, dieser Mensch, der abgeschoben werden soll, der muss den Kriegsdienst antreten in seinem Heimatland, obwohl er eigentlich den Kriegsdienst verweigern würde, obwohl er gegen den Kriegsdienst ist. Aber er muss den entweder antreten oder aber er geht ins Gefängnis. So, da würde ich mir mal die Frage stellen, was ist mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit dieser Menschen? Ein weiteres Beispiel, auch wenn Sie es nicht hören wollen, eine 57-jährige Kurdin aus dem Irak, die seit 24 Jahren in Nürnberg mit ihrer ganzen Familie lebt. Sie soll ohne ihren Ehemann, ihre Kinder und mittlerweile Enkelkinder ihr Leben weiterführen im Iran. Auch sie hat einen festen Arbeitsvertrag. Sie hat erfolgreich einen Sprach- und Integrationskurs absolviert, mit der Hoffnung, eingebürgert zu werden. Stattdessen soll sie jetzt abgeschoben werden. Drei Altenpfleger, diese Fälle haben wir hier noch nicht aufgeführt, und Sie kümmern sich ja nicht darum, also kennen Sie diese Fälle auch noch nicht. Drei Altenpfleger iranischer Herkunft, ebenfalls sehr gut integriert, leisten einen sehr wichtigen Beitrag übrigens für die Gesellschaft in Zeiten des Pflegenotstands und in Zeiten der Pandemie. Auch diese sollen abgeschoben werden. Meine Damen und Herren, übrigens sind das alles Menschen aus unserer Mitte. Keine Fremden also, so wie wir es in den letzten Tagen immer wieder zu hören bekommen seit den Hanauer Attentaten, meine Damen und Herren. Es sind Menschen aus unserer Mitte, die ihren gesellschaftlichen Beitrag leisten. Und das sind nur einige wenige Beispiele von Menschen, die da zur Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen durch die Bundesrepublik zu ihrer Abschiebung gebracht werden sollen. Im Klartext heißt es, gegen ihren Willen an einen anderen Ort verbracht werden sollen. Ich meine, ich wollte das nur einmal in Erinnerung rufen, weil das hier in der Debatte vor lauter über Optimierung von Maßnahmen und Vermeidung von Zuständigkeitslücken eindeutig zu kurz kommt, meine Damen und Herren. Aber es kam ja jetzt der Einwand, ich hätte die Polizeibeamten nicht beachtet in meiner letzten Rede, da sage ich auch gerne was dazu. Natürlich ist es so, dass diese Menschen von diesen Maßnahmen eben betroffen sind. Das ist klar. Und in der letzten Debatte wurde das auch von zwei ehemaligen Polizeibeamten aufgeführt, dass eben Abschiebungen auch für die Polizeivollzugsbediensteten sehr belastend und spannungsbeladend seien. Oder Sie haben das gesagt, Frau Faeser. Ich meine, das ist natürlich auch nachvollziehbar. Und das ist auch kein Wunder. Denn wenn man Menschen aus ihrem Leben reißt und gegen ihren Willen an einen anderen Ort bringt, ja, dann ist das doch klar, dass das hoch emotional wird. Das ist verständlich. So, und mit dieser Wut, Empörung und Trauer, dem sind dann natürlich diese Menschen ausgesetzt. Und damit sind sie konfrontiert. Die müssen aber diese Maßnahmen durchführen. Und deshalb ist es umso unverständlicher für uns, für mich, dass Sie schon jetzt innerhalb Hessens Wachpolizisten dafür einsetzen. Wachpolizisten, die gerade einmal eine 18-wöchige Ausbildung genossen haben, meine Damen und Herren. Und Herr Hering von der CDU sprach in der letzten Debatte davon, Wachpolizisten seien sogenannte empathische Spezialisten. Ich denke, Herr Hering, diese Feststellung kommt wohl eher aus dem Bereich Ihres Wunschdenkens als aus der Praxis. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen das so sagen muss. Ich meine, ich verstehe ja, dass Sie alle die Entlastung für den Polizeivollzugsdienst herbeiführen möchten, aber dann müssten Sie sich bitte besser für gute Arbeitsbedingungen und eine gute Arbeitsatmosphäre bei der Polizei einsetzen, sodass der Beruf für mehr Menschen attraktiv wird und nicht eben die Arbeit, die eigentlich von der Polizei zu verrichten wäre, den Wachpolizisten unter schönen Worten zuschieben. Nun wollen Sie die Wachpolizisten nicht nur innerhalb Hessens, sondern auch über die Landesgrenzen hinweg für Abschiebung einsetzen und schreiben es in diesen Staatsvertrag zum Zwecke der Rechtssicherheit. Ja, in der Tat, meine Damen und Herren, in der Tat
Menschen brauchen Rechtssicherheit. Und auch dazu wäre ein Perspektivwechsel eigentlich wünschenswert gewesen, wenn wir über diesen Staatsvertrag schon debattieren. Was glauben Sie denn? Was glauben Sie, wie viel Rechtsunsicherheit unter den Betroffenen und ihren Familien in den vergangenen Wochen vorherrschte angesichts der völlig unklaren Lage wegen der Pandemie? Frau Sönmez, kommen Sie bitte zum Schluss. Die von den, zwischen den Fraktionen vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. 10 Minuten. Ja. Ja, das ist gut. Die muss man Ihnen ab und an hier aufführen. Ja, und viele von diesen Flügen wurden zwar storniert, aber immer noch ist es so, dass Menschen, die in Abschiebehaft saßen, jetzt zwar umverteilt wurden, aber eben immer noch voller Ungewissheit in Haft sitzen und nicht wissen, was mit ihnen passiert und ob sie womöglich in ein Land abgeschoben werden, wo keine Sicherheit besteht für ihr Leib und ihr Leben. Und an dieser Stelle hätte man sich auch wünschen können, dass die Landesregierung sich ein bisschen um die Rechtssicherheit sorgt. Und das hätten sie auch tun können, indem sie zumindest einen mehrmonatigen Abschiebestopp erlassen. Und wenn Ihnen jetzt Rechtssicherheit also so wichtig ist, wie es bei dem Staatsvertrag der Fall ist, dann könnten Sie ja einmal über einen solchen Abschiebestopp nachdenken, nachdem Sie diesen Staatsvertrag ja jetzt nun hier durch den Landtag bringen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.